Halt, ein Mäuschen fehlt noch. Mausspielzeug. So. Farbe aus. Jetzt bin ich mal gespannt. Nimmst du die Farbe an? Nein, die nimmst du nicht an. Die Farbe? Die Farbe nimmst du. Okay. Möbel einfärben. Wir machen die zwei. Wir machen den Boden und den Deckel. Das da. Das Gestell. Den Fuß. Das machen wir weiß. Weiß. Und weiß. So, die Tür. Auch weiß. Mit Rahmen bitte. So, zwei Zimmer mehr. Bin mal gespannt. Du musst natürlich viel ackern jetzt. Und ich glaube tatsächlich, dass ich noch einen zweiten Ding brauche. Einen zweiten... Na, sag schon. Rezeptionist, genau. Na gut, so lange brauchen wir da nicht. Bestätigen. Dann kriegen wir nämlich da neue Stellenangebote. Stellendingsbums. So, jawohl, Nico Gray, 300 am Tag. Als Tierpfleger würde ich sagen, nein. Erst einmal muss Geld rein, ne? So, 9000, können wir eigentlich gleich die nächsten Räume weitermachen. Stück für Stück, jeden Tag einen Raum mehr. Halt, da noch. Da können wir eigentlich auch gleich bis daher ziehen, ne? Das ist ja egal. Mal schauen, wie viel Geld ich jetzt da noch habe. 7000. Okay, dann wären das jetzt quasi die beiden Räume. Fenster. Fenster. So. Hier vorne. Oh, warte mal, habe ich da drüben nicht auch Fenster reingemacht gehabt? Du bist so langsam. Lauf doch mal ein bisschen schneller. Stimmt, ich habe ja da die Türen immer ganz nach rechts gemacht. Oh Gott. Muss ich das nochmal ändern, ne? Also ganz, ganz in die Ecke gemacht und dann Fenster hin. Warte mal, kannst du... Sassy ist jetzt in der 10. Ach, und die anderen Zimmer sind noch gar nicht vermietet, ne? Aber ich glaube, das magst du jetzt. Was hackst du da rein? Gar nichts? Okay. Jedenfalls müssen hier die Tür nochmal weg. Ist zwar jetzt doof, aber okay. Was will ich machen, ne? So. Bitte eine Wand. Dann Tür. So. Fenster. Elf, zwölf passt. Das darf ich aber echt nichts mehr ändern, ne? Farben kopieren. Jawohl. Keine Ahnung, ich brauche weiß. Ne. Quatsch, was machst du? Da musst du hin. Also manchmal... Da
Könnten natürlich auch hier mal komplett neu andere Farben machen. Also auch von außen her, dass man eben nicht so weiß macht, sondern, keine Ahnung, blau zum Beispiel. Alle Türen hier blau. So, was wir noch brauchen, das sind die Wandtablets. Und dann habe ich da drüben noch, das mit der Treppe macht mich immer fertig hier. Lampe, okay. Und Lampe dann noch da neben die Tür, dann passt's. Yes. Jetzt aber. So, und schon habe ich nur noch 5000, ne? Aber gut, schauen wir mal, was wir hinziehen können an Wänden, bevor bevor das Geld weg ist, weil die Mitarbeiter gehen. So, hier machen wir natürlich die 3. Tür. Jawohl. Und Fenster. Gut. Da ist ja noch kein Dach drauf, darum zählt es noch nicht als Raum, vielleicht auch nicht einmal schlecht, dass ich wirklich Zeit habe. Mitarbeiter macht Pause. Die machen doch nur Pause. Als ob das Arbeit ist. Aber ich möchte nicht wissen, wie anstrengend es ist, den ganzen Tag in einem Tierheim zu sein. Meine, das ist jetzt ein Hotel, ne? Tierhotel. Ach stimmt, die Dinger muss ich ja dann auch noch wegstellen. Gute Frage, was mache ich denn jetzt? Ich will das Katzenklo nicht unbedingt neben dem Essen hinstellen, ne? Okay, warte mal, dann mal ganz kurz dahin, dann tun wir den Kratzbaum in dem Fall vielleicht einmal nach vorne. Hier so mitten rein und das Katzenklo stellen wir in die Ecke. Schön weit weg. So, den Kratzbaum stellen wir vors Fenster. Ich glaube, so ist besser. So, noch was? Nein. Nein, hier, Möbel. Danke. Dann mache ich das jetzt da genauso. Futternapf hier nach vorn. Jetzt stellen wir da den Kratzbaum wieder hin und du kommst dahin. Dann passt es doch, denke ich, hoffe ich. Gut. Gut. Bin gerade in mein Badezimmer am Entrümpeln, habe Waschmaschine und Trockner weggezogen. Ich sag euch. Ja, das glaube ich dir. Das sind halt so die Ecken, wo man nicht hinkommt, ne? Das ist halt einfach so.
Da sammelt sich ja irgendwas an im Lauf der Zeit. So 4100, ich weiß nicht, ob ich's. Also auf jeden Fall, wir müssen wieder hier anfangen mit dem Raum. Jetzt gucke ich erst mal, ob ich die Einrichtung alles zusammenbringe, weil wenn ich jetzt die Einrichtung nicht zusammenbekomme, dann ist natürlich auch blöd. Dann brauche ich nämlich kein Dach draufziehen. So, das da. Dann der Kratzbaum. Das Spiel. Jeden Raum, den ich jetzt noch fertig bekomme, ist natürlich dann gut für die Buchungen am nächsten Tag. Oh, halt, das ist ein großes. Hier. Das kleine. Und the toilet. 2200. Und wir haben alles drin. Ja. Alles drin. Dann machen wir jetzt halt eben zu. Und wir haben den zusätzlichen Raum mit der Nummer 13. Wunderbar. Wie schaut es denn jetzt da vorne aus? Die hat ja schon aufgehört. Die Mitarbeiterin. Zwei Eintag, also die kommt morgen weg. Ja, und die nächsten stehen dann schon Schlange. Das ist cool. Vor allem, wenn wir dann zwei haben, die vorne sind an der Rezeption, dann denke ich mal, wird es auch ein bisschen flutschiger sein. Ja, bei vier Tieren rate mal, was drunter liegt. Es kommt darauf an, was du für Tiere hast. Wenn du Katzen hast, dann ist mir jetzt schon klar, dass irgendwelche Spielmäuschen da unten drunter liegen oder Bälle oder irgend sowas. Vermutet schon mal. Zack. Einmal das da kopieren. Dankeschön. Jawohl. Okay, warte mal, das ist ja ein zwei Sterne, ne? Wenn ich jetzt halt das Telefon doch wieder aufs Headset lege, dann könnten wir vielleicht zwei Sterne sind noch frei, ne? Da haben wir nichts. Ja, also die 11 ist, nee, 12 und die 13. Ja, 12 und 13, die zwei Räume können wir im Grunde noch vermieten, ne? 12 ist fertig, 13 ist fertig. Okay, was machen wir hier? Zum einen machen wir mal die Lampen rein. Du musst jetzt warten. So, schauen wir mal. Servusler, ein 3-Sterne-Zimmer haben wir sowieso nicht. Also von daher gleich wieder rausschmeißen. So, was machen wir denn an Farben? Herzen haben wir, glaube ich, schon. Sowas wie diese komischen Blumen haben wir, glaube ich, noch nicht. Ach, das ist der Hintergrund. Ich weiß nicht. So. Es wird vielleicht ein wenig dunkel, oder? Schauen wir mal. Naja, taucht schon. Zwei Hunde und zwei Katzen, Haare ohne Hände. Haare, ja. Also Pfoten haben wir auch noch nicht genommen, ne?
Machen wir mal den Boden so. Mit rosa. Ja, kann man machen. So, Headset, wer ist da? 2 Tage, 3 Sterne. Sorry, 3 Sterne habe ich nicht frei. Ja, das geht schon. Das zu grau wird? Ja, es geht, ne? Das geht schon. So, Decke mache ich eh wieder nur so. Dann hätten wir das eingefärbt. Dann schauen wir mal wegen Sachen färben. Farbe auswählen. Kannst du das als Farbe wählen? Oh ja, das geht sogar. Möbel einfärben. Machen wir mal. Geht schon, ne? Wir könnten mal probieren, wie das jetzt ist mit einer anderen Farbe. Gerade bei dem Zimmer hier. Einfach mal testen oder bei den ersten anderen beiden. R. 2 Sterne, jawohl. Odin für 2 Tage. Machen wir halt einfach mal. Muss ich allerdings jetzt gleich eintragen. So. Katze, 2 Tage. Wir brauchen den Groomer und die Massage. Und Odin erstellen. Es gibt keine Plätze für Tiere oder alle Plätze sind besetzt. So, kleines Zimmer. Ja, sorry. Sorry. So, damit haben wir noch einen Raum frei. So, hier sind wir fertig, ne? Würde ich sagen. So, gucken wir mal. Aber das wird nicht reichen von der Einrichtung her. Wie spät ist denn? Wir haben schon wieder 20 Uhr, ne? Wie schaut es hier aus? Quincy auf der 6 ist aber ganz schön weit unten. 2 Sterne, das komplette Service-Paket. Riley, machen wir. So, Katze, 4 Tage, 2 Sterne, Groomer, Massage und Krallen schneiden und du kommst auf die 13. So, für den nächsten Tag, weil ist ja noch 5 Tage da, allerdings, das sind nur 2 Tage, also Evie sollten wir auf jeden Fall, wenn die kommt, dann eigentlich sofort auch den Haircutter bestellen. Das wird halt heftig, weil es ist für jedes Tier, was behandelt wird, sei es vom Friseur oder vom Masseur, sind es 200. Das heißt, es sind schon mal 4, 6, 8, 12, 16, ja, 2000. 2000 alleine schon dafür, dass die so verwöhnt werden. Und ich habe keine Ahnung, ob wir das Geld zurückbekommen von denen. Geh da raus. R. Hallo, wer da? Ich hier. Haben wir eh nicht 3 Sterne, also von daher gucken wir mal ganz kurz in die Nummer 6. Was ist denn los mit dir, Quincy? Stumm dich erst einmal streicheln, ne? Hätte ich gesagt. Habe ich kein Personal mehr hier rumlaufen? So, was magst du jetzt? Jetzt spielst du, legst du dich hin, tust du was futtern? Okay, du futterst auf jeden Fall schon mal. Na gut, dann kann es ja nur gut werden, ne?
So, wir machen jetzt einfach Tag beenden und fertig. So guckt's aus. Tag Nummer 97. Haben wir bald die 100 voll? Zwei Sterne, fünf Tage. Wenn ich jetzt Oreo annehme, dann wird sie das wieder rauscanceln. Insofern machen wir das mal so. Ich stelle mein Headset stumm und ja, dann soll sie mal machen. Jetzt muss erst einmal ein bisschen Geld reinkommen hier. Es sind immer noch so ein paar Dinge immer da, halt, die einfach nicht gefärbt werden, ne? Oder die ich immer noch, hups, jetzt weiß. So, und dann probieren wir das jetzt mal mit dem Blau da vorne, wie das ausschaut. Das mache ich jetzt erst einmal noch weiß. Probieren wir mal hier, wie das ausguckt. So, ein Blau. Ein schönes dunkles Blau. Ich bin mir da nicht so sicher, ob das so toll ausschaut. Vielleicht ein bisschen dunkler, wenn wir es machen. Was sagt ihr jetzt mal, eine andere Farbe herzunehmen? Man könnte höchstens die Türen selber weiß lassen vielleicht. Und ansonsten Fensterrahmen und so weiter dann in den blauen Ton. Ja, denke ich mal, okay. Diese Farbe da möchte ich Müll einfärben. Machen wir halt mal. Also auch an die Leute, die bei YouTube dann hinterher nachschauen und jetzt nicht beim Livestream mit dabei sein können, gerne mal reinschreiben, was ihr zu der Farbe sagt. Hier innen drin, das können wir ja weiß lassen, oder? Ne, machen wir genauso. Wenn dann alles. So. Okay, sie ist am Machen und am Tun, das passt ja. 4200. So, also 13 ist fertig. Dann, ups, einmal die 14. Wir machen jetzt auch hier erst einmal wieder die Einrichtung. Glue. Tierbettchen. Aber gut, es kommt jetzt ja noch einiges an Geld rein, ne? Weil es sind immerhin noch zwei oder so, die ihr Tierchen jetzt abholen. Da sollte doch was zusammenkommen. Habe ich jetzt da drüben eine Maus reingelegt oder nicht? Ich glaube nicht, ne? Legen wir mal eine hin. Kratzbaum. So, das Spielzeug. Und noch die Feder. Gut, das passt. Dann können wir jetzt die Decke noch draufziehen und dann haben wir wieder einen Raum. Irgendwann wird so viel Geld hier reinfließen, dass ich dann gar nicht mehr nachkomme mit dem Bauen.